Schrödingers Katze. Das folgende Erlebnis aus meiner frühen Jugend möchte ich Ihnen nun nahelegen. Viele der damals geschehenen Dinge habe ich in äußerster Feinfühligkeit notiert und dokumentiert. Weniger zum Zwecke dessen, um es hier und heute einmal niederschreiben zu können, vielmehr, um mich von all meinen Gedanken, Ängsten und Befürchtungen zu befreien. Ich dachte, dass das, was auf dem Papier steht, sich von meinem Kopf lösen würde, aber leider stellte sich dies als Irrtum heraus. Ich möchte Sie daher warnen. Die Dinge, welche ich Ihnen nun erzählen werde, können äußerst verstörend auf Sie wirken, zumal es Eigenschaften und Ereignisse betrifft, welche Sie genau wie mich jeden Tag ereilen können. Seien Sie daher ein letztes Mal gewarnt, nehmen Sie diese Zeilen so vorsichtig zu sich wie nur möglich, als wäre es eine bittere Medizin, deren Überdosis einen sofortigen Tod herbeiruft. Nun, ich will Sie nun nicht mehr mit einem längeren Vorwort langweilen, aber ich wollte diese Zeilen nicht ohne eine ausdrückliche Warnung veröffentlicht sehen. Da ich mit der Dokumentation dieser Geschehnisse erst etwas später begann, ab einem Zeitpunkt, wo sich die Lage und mehr zuzuspitzen schien, kann ich Ihnen nun leider nicht mehr das genaue Datum nennen, an welchem diese furchtbaren Tatsachen begannen. Ich erinnere mich lediglich daran, dass es im Spätsommer 1896 stattgefunden haben musste. Zu dieser Zeit begleitete ich meinen etwas älteren Bruder auf eine Geschäftsreise, da ich ihn in meiner juristischen Tätigkeit zur Seite stehen wollte, wenn er wieder einmal einige wichtige Abschlüsse tätigte. Zu diesem Zwecke mieteten wir uns ein Zimmer in einem Hotel, welches in einem Ort lag, der Mackenzie Village hieß. Die Anreise dorthin war etwas umständlich, denn wir mussten beim nahegelegenen Bahnhof in Trotham aussteigen und uns von dort aus einer anderthalbstündigen Kutschfahrt über Berg und Tal hingeben. Nun, Berg und Tal mögen hier etwas fehlplatziert klingen, denn es waren lediglich einige sanft ansteigende Hügel, welche die immergrüne und teils dicht bewaldete Landschaft von Mackenzie Village gestalteten. Wir waren beide sehr froh, als wir endlich im Städtchen angekommen und dort im Hotel unser Zimmer beziehen konnten. Das gesamte Hotel entsprach den eher ländlichen Anlässen, sofern es mir gestattet ist, dies so zu bezeichnen. Mein Bruder Derek wählte hierfür einen noch härteren Begriff, welcher lautete Absteige. Und das Lokal war für ihn nicht mehr als eine kleine Spelunke für heruntergekommene, halb zu Tode gesoffener Gesellen. Nun, er sollte seine Meinung irgendwann auch einmal ändern, aber der erste Eindruck schien nicht der beste gewesen zu sein. Es mochte wohl an seiner etwas gröberen Art liegen, wenngleich er diese bei seinen geschäftlichen Tätigkeiten gekonnt gegen Schmeicheleien abzulegen wusste. Aber er galt nicht umsonst als einer der härtesten Verhandlungspartner seines Metiers. Wir waren einen Tag zu früh angekommen, was uns beiden etwas Zeit verschaffte, ein gemütliches Abendessen einzunehmen. Die Küche sprach nicht unbedingt für sich, das Essen war zwar reichhaltig, aber dafür wenig schmackhaft. Selbst mein unverwöhnter Gaumen konnte dies beurteilen, wie mochte es dann erst Derek ergehen? Es waren nur sehr wenige Leute im Lokal anwesend, um dort zu speisen, was angesichts der schlechten Küche ja auch kaum verwunderlich sein mochte. Mit uns saß noch ein weiterer Mann einsam an seinem Tisch und schlürfte einen Teller Suppe vor sich hin. Mir fiel auf, dass dieser Mann immer wieder einen Blick zu uns herüberwarf. Er wirkte dabei fast misstrauisch und in seinem Gesicht lag etwas von tiefer Bitterkeit. Der Mann befand sich in hohem Alter und er schien nicht gerade viel Wert auf sein Äußeres zu legen, was die zerzausten Haare, das befleckte Hemd und die tiefschwarzen Fingernägel bewiesen. Er aß sehr langsam, als koste ihn jeder Löffel immens an Kraft. Und ich vergaß bei meinen Beobachtungen beinahe selbst zu essen, während Derek eine Portion nach der anderen verschlang, als hätte er seit 3 Tagen nichts mehr zu sich genommen.
Irgendwann stand der Alte schließlich auf und schlich mit toten Augen zur Tür hinaus, scheinbar ohne zu bezahlen, aber der Wirt und Hotelbesitzer würde den schlurfenden Schritten dieses Mannes mit Sicherheit mühelos hinterhereilen können. Just in diesem Moment trat derselbige an unseren Tisch und erkundigte sich nach weiteren Wünschen. Ich verneinte und erkundigte mich meinerseits aber vorsichtig nach diesem alten Mann, der soeben das Lokal ohne zu bezahlen verlassen hatte. »Das, ach ja, ich verstehe«, sagte der Wirt und lachte. »Das ist der alte Jones, verrückter Kerl, hat sich in den letzten Jahren zu Tode geschuftet. Mit was, weiß niemand, ich vermute aber den Alkohol. Eine traurige Gestalt, war mal ein angesehener Arzt. Er teilt sein Essen nur hin und wieder, wie soll er auch. Er hat keine Frau mehr, keine Kinder, nur ein paar Haustierchen, das war's auch schon. Seine Frau ist vor etwa 7 Jahren gestorben, auch eine sehr traurige Geschichte. Seitdem spricht er kaum noch ein Wort mit uns. Er unterhält sich lieber mit seinen Tieren und... ganz unter uns gesagt...« Er beugte sich leicht zu uns vor und flüsterte, »Ich glaube, er treibt's mit seinen eigenen Tieren.« Daraufhin lachte er so laut und schallend, dass selbst mein Bruder Derek den nächsten Bissen nur mühsam hinunterschlucken konnte und kurz vor sich hin prustete. Anschließend verlangte Derek umgehend nach der Rechnung. Ich war nicht daran interessiert, mir irgendwelche weiteren Geschichten dieses Wirts über sämtliche Bewohner dieses Städtchens anzuhören. Er schien mir sehr redselig und ich war mir sicher, dass der Großteil seiner Geschichten ohnehin frei erfunden war. Nun ja, ein Gastwirt musste eben auch zur Unterhaltung beitragen. Mein Bruder Derek schlug schließlich vor, noch seinen üblichen Verdauungsspaziergang zu machen. Das sollte vor allem seiner Figur nicht unbedingt schaden. Ich stimmte zu, denn der Sonnenuntergang war noch fern und die Gegend erschien doch sehr anmutig. Wir schritten also auf der Hauptstraße entlang und gelangten an den Rand des Städtchens. Dort fanden wir einen kleinen See vor, der vollkommen verlassen zu sein schien. Wir setzten uns auf eine Bank davor und spähten hinüber zu den Hügeln, hinter denen sich die Sonne langsam senkte. Da machte mich Derek auf etwas aufmerksam, was meiner romantischen Ader zunächst entgangen war. »Sieh mal da drüben, da am See!« Er deutete in die angesprochene Richtung. »Sieht aus wie ein kleines Tierchen«, sagte ich. »Ist das eine Katze?« »Ein Junges, pechschwarz. Glaubst du, dass es der Dorfhexe gehört?« Ich stimmte in sein Lachen mit ein. Wir beobachteten das kleine Kätzchen, wie es ans Ufer des Sees trat, und es sah so aus, als ob es am Gewässer ein paar Mal schnupperte. »Ah, Zeit für einen kleinen Abendtrunk«, stellte Derek fest, als das Kätzchen schließlich den Kopf beugte und mit der Zunge das Wasser des Sees schlabberte. »Was glaubst du, wie hoch so ein kleines Ding springen kann?«, fragte Derek schließlich. Ich sah ihn fragend an. Derek griff sich schließlich einen Stein vom Boden und jonglierte ihn in seiner rechten Hand. »Ich wette mit dir, dass das kleine Biest vor Schreck höher als der Busch dort springt, wenn ich den Stein direkt vor ihm ins Wasser platschen lasse«, kündigte er an. »Sei vorsichtig, nicht, dass du das Junge noch triffst.« »Ach, du weißt doch selbst, wie zielsicher wir die verfaulten Äpfel durch die Fenster im Nachbarshaus geworfen haben.« »Wir? Du meinst, du hast sie da hineinbefördert?« wich ich ihm aus und schüttelte den Kopf. »Na siehst du, jetzt pass mal auf.« Derek stand von der Bank auf und ließ mit ausgestrecktem Arm das Handgelenk ein paar Mal kreisen, während er mit dem Zeigefinger der anderen Hand sein Ziel anvisierte. Das kleine Kätzchen trank noch immer seelenruhig und ahnte noch nichts von dem Schrecken, der ihm bevorstand. Im nächsten Moment ließ Derek den Stein mit einem gekonnten Schwung seiner Hand entgleiten, der Stein flog rasch und weit, doch sein Ziel verfehlte er. Knapp. Der Stein selbst war fast so groß wie seine Hand gewesen, und er musste ebenso groß gewesen sein wie das Köpfchen der kleinen schwarzen Katze, das er nun traf. Ein kurzes Quieken oder Kreischen war zu hören. Ich kann es nicht mehr definieren. Ich sah nur,
wie der Stein unbarmherzig auf das kleine Tierchen beinahe wie ein Hammer einschlug und das ebenso kleine Köpfchen förmlich zertrümmerte. Erschrocken war ich von der Bank aufgesprungen und auch Dereks Gesichtsausdruck sprach von Entsetzen. Wir beobachteten noch wenige Sekunden, wie die kleinen, kurzen Beinchen des Kätzchens noch wenige Augenblicke zuckten, dann lag es schließlich regungslos da, gab keinen Laut mehr von sich, rührte sich nicht mehr. Der schwere Stein lag noch immer auf dem zerschmetterten Kopf des Kätzchens, von dem nun fast nichts mehr zu sehen war. Und als wäre dies nicht das einzig ausreichende Unglück, so kam im selben Moment ein weiteres Tier aus dem Busch herausgeschnellt, und mir war sofort klar, dass dies das Muttertier sein musste. Sie war ebenso schwarz und möglicherweise durch den kurzen Aufschrei ihres Jungen aufgeschreckt worden. Jetzt trat sie näher an das Junge heran, beschnupperte es, stieß es mit der Nase und leckte ihm dann mehrmals über das Fell. Immer wieder tat es das, und in verschiedenen Abständen war auch ein klägliches Miauen zu hören, so als ob sie sagen wollte, »Steh auf! Was ist denn? Steh auf!« Erstarrt und ergriffen von dieser Szene begann ich zu keuchen. Ich konnte nicht glauben, was mein Bruder dort soeben verbrochen hatte. Während die Mutter immer noch an ihrem Jungen schnupperte, scheinbar nicht glauben und erst recht nicht verstehen konnte, was ihrem Kleinen denn zugestoßen war, versuchte sie immer wieder das Junge anzustoßen, um es zum Aufstehen zu bewegen. Aber dann war es mir, als blicke sie genau zu uns herüber. Es war nur ein kurzer Augenblick, aber er ließ mich wie zu Eis erstarren. Sie war mindestens 30 Meter entfernt, aber mir war, als ob sie mir und dann Derek direkt in die Augen sah. Ihre Ohren legten sich an, ihr Fell sträubte sich und aus ihren ungewöhnlich dunklen Augen funkelte es so bedrohlich, dass es förmlich aus ihnen herausblitzte. Ihre Schnauze und auch einige Stellen ihres Fells waren vom Blut ihres kleinen Kätzchens besudelt, was ihr einen noch schauerlicheren Anblick verlieh. Mir war, als starre sie uns lange boshaft an, als müsste sie uns genau betrachten und sich einprägen, die Übeltäter. Als müsste sie sich genauestens merken, wer ihr Junges getötet hatte. Die beiden Fremden. Ich wagte es nicht einmal zu blinzeln, so ergriffen und beängstigt zugleich war ich von diesem Augenblick. Dann plötzlich jedoch wandte sich die schwarze Katze ab, nahm ihr Junges vorsichtig ins Maul, so wie es wohl sonst auch geschehen wäre, und trug es davon. Nachdem die Katze mitsamt ihrem toten Baby im Gebüsch verschwunden war, atmeten Derek und ich zunächst erleichtert auf. Erst jetzt war ich überhaupt dazu imstande, ihn für diese Missetat zu schelten. Ich hielt ihm dabei einen stundenlangen Vortrag über seine Dummheit, seine Ehrlosigkeit und weiß Gott, was ich ihm noch alles an den Kopf warf. Er ließ es über sich ergehen und gab, ganz entgegen seiner üblichen Art, keine Widerworte, bis auf, es war nur ein Versehen, es war nur ein Unfall. Aber diese Worte klangen so kleinlaut, dass ich sie kaum ernst nehmen konnte. Uns blieb nichts anderes übrig, als ins Hotel zurückzukehren. Die Nacht würde diesen Schrecken und die furchtbaren Bilder dieses Abends vielleicht vertreiben können. Ich konnte in dieser Nacht kaum Schlaf finden. Immer wieder hatte ich die Bilder vor Augen, was mit dem kleinen Kätzchen am See geschehen war. Und ich empfand so etwas wie tiefes Mitleid mit der armen Mutter. War es möglicherweise das einzige Kätzchen aus dem Wurf gewesen, das bisher überlebt hatte? Und konnte ein Tier genauso trauern wie ein Mensch?
Es war absurd, diesen Unfall nun aus philosophischer Sicht zu betrachten. Es glich beinahe einem Affront. Aber meine Gedanken an das Geschehen dieses Abends ließen mich erst sehr spät einschlafen. Mitten in der Nacht wurde ich aus irgendeinem Grund geweckt. Ich wusste nicht warum, aber ich war plötzlich hellwach. Derek und ich teilten uns kein Zimmer, denn er hielt es für üblich, auf seinen Geschäftsreisen hin und wieder auch ein hübsches Mädchen mit auf sein Zimmer zu nehmen, wobei ich selbstverständlich nicht stören wollte. Daran dachte ich in jenem Moment überhaupt nicht, als ich mich aus dem Bett schwang und aus irgendeinem Grund zum Fenster trat. Mein Zimmer befand sich im ersten Stock, das von Derek nebenan. Und irgendetwas bewog mich dazu, das Fenster zu öffnen und einen Blick auf die Straße zu werfen. Es brannten nur sehr wenige Gaslaternen und die Straßen waren so still, wie ich es als Großstädter überhaupt nicht gewohnt war. Mein Blick jedoch wanderte langsam nach unten und da entdeckte ich etwas. Im nächsten Moment zuckte ich zusammen. Mitten auf der Straße saß etwas. Es war eine Katze, eine schwarze Katze. Und als ich genauer hinsah, erkannte ich sie wieder. Der auffällige weiße Fleck auf der Brust, das Gesicht und Teile des Fells mit Blut besudelt, es war das Muttertier. Und als ich noch genauer hinsah, überfiel mich ein eiskalter Schauer. Vor der schwarzen Katze lag ein kleiner, missgestalteter Körper, dessen Kopf nur noch aus unschönen Fleisch- und Fellresten bestand. Es war das Junge. Das Junge, das Derek mit seinem Stein erschlagen hatte. Und die Katze selbst. Mir war, als blicke sie genau zu mir herauf und starre mich mit ihren tiefdunklen, funkelnden Augen an, als wolle sie sagen, da hast du's, da hast du das, was dein Bruder mir angetan hat. Verflucht sollst du sein. Doch schon im nächsten Moment packte das Muttertier ihr Junges wieder mit dem Maul und verschwand sogleich im Schatten einer dunklen Gasse. Noch lange starrte ich auf die Stelle, an welcher die Katze zuvor noch gesessen hatte. Ich brauchte einige Augenblicke, ehe ich es schaffte, das Fenster zu schließen und mich dann wieder ins Bett zu legen, aber an Schlaf war nun gewiss nicht mehr zu denken. Am nächsten Morgen schreckte ich aus meinem Bett empor, ungewiss dessen, ob ich bereits eingeschlafen war oder ob ich vielleicht noch träumte. Ich kam mir vor, als hätte ich die Nacht in einem der Pubs durchgezecht und mein dröhnender Kopf vermittelte mir das gleiche Gefühl. Da konnte mir nur ein starker Kaffee helfen. Als ich auf die Uhr blickte, war es bereits kurz nach 9 Uhr und ich wusste, dass unser Geschäftstermin mit Dereks Kunde etwa gegen 11:30 war. Somit sollte noch genug Zeit bleiben, um sich vorzubereiten. Aber wie ich Derek kannte, war er schon früh auf den Beinen, um sich auf das Gespräch einzustimmen. Wie, um dies zu bestätigen, klopfte es an meiner Zimmertür und ich erkannte Dereks Stimme. Ich sagte ihm, dass ich gerade eben erst aufgestanden wäre und noch etwas Zeit benötigte. Er solle so lange unten beim Frühstück auf mich warten. Doch Derek schien ziemlich aufgeregt zu sein und trieb mich zur Eile an. Was hatte das für einen Grund? Hatte sein Geschäftspartner möglicherweise den Termin vorverlegt? Rasch schlüpfte ich in meine Sachen, wusch mir das Gesicht und verzichtete auf meine morgendliche Rasur und was ich sonst gewöhnlich alles benötigte, um in den Tag starten zu können. Und als ich die Zimmertür öffnete, erblickte ich einen äußerst aufgeregten Derek vor mir. »Du musst mit nach unten kommen, aber bitte, John, reg dich nicht umsonst auf!« Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, schritt er voran und mir blieb nichts anderes übrig, als ihm hinunter zu folgen. Er führte mich durch das Lokal und wir traten schließlich beide auf die Straße. Dort hatte sich eine Menschentraube gebildet, die sich um etwas versammelt hatte, was ich noch nicht erkennen konnte. Derek bahnte sich einen Weg durch die Menge und ich folgte ihm.
Schließlich kamen wir unter dem Gemurmel der Leute dort an, wo sich die Mitte befinden musste. An diesem Platz lag auf dem Boden etwas, was mich zu Eis erstarren ließ. Auf der Erde lag ein Mann hohen Alters, ich kannte ihn jedoch nicht. Er lag dort in verkrümmter Haltung und seine Augen waren weit aufgerissen. Ebenso wie seine zahllosen klaffenden Wunden, die seinen Körper förmlich übersäten. Seine Augen waren so schreckgeweidet, als würden sie just in diesem Moment noch um Hilfe betteln. Die Finger beider Hände waren krampfhaft zusammengezogen, was dem Anblick des Toten einen äußerst grotesken Anblick verlieh. Nun trat ein weiterer älterer Herr hinzu, den ich ebenso wenig kannte. Er trug einen langen Mantel und einen edlen Hut auf dem Kopf. Seine Tasche wies ihn als Arzt aus. »Dr. Bright, treten Sie bitte zur Seite, Ladies and Gentlemen«, forderte er die Umstehenden auf. Doch keiner schien wirklich darauf zu hören. Dr. Bright jedoch ließ sich trotzdem nicht davon abhalten, neben dem Toten niederzuknien und den Inhalt seiner Tasche auszupacken. Er untersuchte den Körper nur wenige Sekunden schweigend, um dann laut festzustellen, »Tot, wohl schon seit ein paar Stunden. Ist es nicht der alte Mr. Warringer, einfacher Angestellter im Telegrafenamt?« Einige der Leute gaben bestätigende Laute von sich. »Nun, sein ganzer Körper weist Kratzspuren auf. Seine Kehle wurde förmlich aufgerissen. Grundsätzlich wäre ich davon ausgegangen, dass er von einem wilden Tier angegriffen worden ist, üblicherweise von einem Bären, aber... hier, mitten in der Stadt? Und die Kratzspuren sind meiner Meinung nach auch viel zu fein und klein. Vielleicht ein tollwütiger Fuchs?« Bei diesen Worten war es mir, als würden meine Glieder erneut zu Eis gefrieren. Kratzspuren? Kleine, feine Kratzspuren? Ich besah mir, trotz größten Widerwillens, den Toten noch einmal genauer, der hier mitten auf der Straße lag. Während Dr. Bright noch einige weitere Untersuchungen anführte, griff mir Derek schließlich an die Schulter und flüsterte, »Ich kann mir vorstellen, was du denkst schon, aber lass deine Fantasie nicht so sehr spielen. Wir haben heute etwas Wichtiges vor uns und das sollten wir uns keinesfalls durch so einen üblen Zwischenfall beeinträchtigen lassen.« Die ungewohnte, eisige Starre meiner Glieder löste sich etwas auf. Ich nickte Derek zu und gebot ihm, mir zu folgen, was er mit einem Schulterzucken auch tat. Ich bog mit ihm um die nächste Ecke in eine kleine Gasse und stellte ihn zur Rede, aber Derek ergriff zuerst das Wort. »John, hör zu, bevor du dich unnötig aufregst«, dabei hob er beschwichtigend die Hände. »Nein, Derek, erst hörst du mir zu«, sagte ich bestimmt, und Derek hielt tatsächlich inne, sodass ich fortfahren konnte. »Ich weiß, dass du das jetzt für eine Verrücktheit von mir halten wirst, aber gestern Nacht bin ich aufgewacht. Ich bin ans Fenster getreten und habe auf die Straße geblickt. Und was glaubst du, was ich dort gesehen habe?« Derek legte nur den Kopf schief und hob auffordernd die Augenbrauen. »Die Katze, Derek. Die schwarze Katze von gestern. Und sie trug noch immer ihr totes Kleines bei sich. Und weißt du, wo ich dieses Tier gesehen habe? Genau dort, wo der tote alte Mann nun eben lag. Verstehst du das, Derek? Das ist doch ein seltsamer Zufall. Dann noch diese ganzen Kratzspuren an seinem Körper, der ist wirklich übel zugerichtet. Und nein, ich habe das gestern Abend nicht geträumt.« »Das mag ja alles wahr sein, John, aber es gibt unerklärliche Zufälle im Leben, die wir nie verstehen werden. Außerdem... es war ja auch nicht dieser Telegraphist, der das Junge getötet hat, nicht wahr? Und es war nur eine Katze, John. Die kennt keine Rache oder ähnliches. Das ist alles nur ein blöder Zufall, weiter nichts. Ich bitte dich, John, konzentriere dich auf unseren Geschäftsabschluss heute. Du wirst sehen, die Polizei hier im Städtchen wird das alles bald aufgeklärt haben.« Ich schüttelte genervt den Kopf und winkte ab. »Vielleicht hast du recht«, sagte ich nach ein paar Minuten des Schweigens. »Aber ich wäre trotzdem froh, wenn wir bald von hier verschwinden könnten.« Derek versicherte mir, dass wir bald abreisen würden. Er hätte für 3 Tage im Voraus bezahlt und wolle das Geld auf keinen Fall in den Sand setzen, nur wegen irgendwelcher Hirngespinste meinerseits.
Damit musste ich mich wohl zufrieden geben, vorerst jedenfalls. Zur Mittagszeit trafen wir uns pünktlich mit Dereks Geschäftspartner, der sich mit einer Droschke hierher fahren hatte lassen. Er schien sehr wohlhabend zu sein und wir erfuhren in dem Gespräch, dass er sogar ein großes Gut ein Stück weit ab des Landes besaß. Der Geschäftsabschluss verlief zu Dereks vollster Zufriedenheit und auch ich schaffte es, mich vorübergehend auf das Wesentliche zu konzentrieren, ohne ständig an die schauerlichen Ereignisse der letzten Stunden denken zu müssen. Nach Abschluss des Geschäfts verschwand Dereks Partner alsbald wieder mit seiner Droschke und wir sollten schließlich unser verspätetes Mittagessen im Hotel einnehmen. Als der Wirt unsere Bestellung aufnahm, kamen wir unversehens wieder auf das zu sprechen, was sich heute Morgen ereignet hatte. Eine üble Sache, das ja. Der arme Waringer hat seinen Job sehr gerne gemacht. Die Polizei konnte keine eindeutigen Spuren mehr feststellen, was ich so gehört habe. Alles zertrampelt, wie es scheint. Aber Mr. Waringer scheint nicht an diesem Platz getötet worden zu sein, wie man wohl anhand der geringen Blutspuren vermutet. Sie haben gestern Nacht auch nichts Besonderes bemerkt? Derek und ich warfen uns einen kurzen Blick zu und ich brachte anschließend nur ein... Nein, ich glaube nicht. Ich habe zwar schlecht geschlafen, aber gesehen habe ich nichts. Oh, schrecklich, diese ganze Sache. Die Polizisten konnten nicht einmal irgendwelche wichtigen Spuren sicherstellen. Der Großteil ist wohl von dieser neugierigen Menge verdrängt worden. Aber Sie müssen wissen, hier in Mackenzie Village ist es sonst das höchste aller Gefühle, wenn die Hühner von Mrs. Somerset mehr als 12 Eier gelegt haben. Er schien gehofft zu haben, dass wir über seinen Vergleich lachen würden, aber wir brachten lediglich beide ein sehr angestrengtes Schmunzeln über die Lippen. Der Wirt hingegen lächelte nur darüber, räumte den Tisch ab und verschwand. Daraufhin entschieden wir uns wiederum für einen kleinen Verdauungsspaziergang, bei welchem Derek penibel darauf achtete, das Gespräch in alle möglichen Richtungen zu lenken, nur um mich nicht an die schwarze Katze oder die tragischen Umstände des letzten Morgens zu erinnern. Es gelang ihm nur teilweise, denn bei nahezu jedem seiner Sätze zog ich irgendwelche Parallelen zu meinem paranoia-ähnlichen Gedankengängen. Ich begann schon, mich selbst für diese unsinnigen Hirngespinste zu verurteilen, auch wenn ich nach wie vor der Meinung war, dass es eigentlich keine sein konnten. Mehrere Stunden schlenderten wir so durch die Straßen, immer von einem Ortsende zum anderen, und Derek wurde nicht müde, mir von seinen beruflichen Erfolgschancen, seinen Karriereträumen und Zukunftsplänen zu erzählen, die er sich mit seinem bevorstehenden und bereits erhaltenen Reichtum verwirklichen wollte. Als wir endlich wieder einmal beim Hotel ankamen, bat ich ihn, mich noch eine Weile alleine durch das Städtchen schlendern zu lassen, ehe wir uns zum Abendessen begeben wollten. Derek tat dies mit einem Schulterzucken ab. Wahrscheinlich glaubte er, dass ich mich nur wieder meinen irren Fantasien hingeben wollte. Ach, das sollte mir recht sein. Aber er hatte sich so sehr um Kopf und Kragen geredet, dass ich kaum Zeit dafür gefunden hatte, mich einmal korrekt zu sammeln. Also vertrat ich mir nun für einige Augenblicke allein die Beine, während die Sonne sich wieder zur Abenddämmerung senkte und den Hügeln am Horizont ein romantisches Aussehen verlieh. Ich blieb somit einige Augenblicke stehen, genoss das rötlich-gelbe Licht des untergehenden Himmelskörpers, der sich langsam hinter den von Gott gegebenen Wölbungen senkte, und atmete mehrmals tief ein. Schließlich hatte ich genug von diesem Schauspiel, fuhr wieder herum und machte mich auf den Weg zurück zum Hotel. Doch im nächsten Augenblick fühlte ich mich wie vom Blitz getroffen. Da war sie wieder. Zum Teufel, da saß sie wieder. Die schwarze Katze. Sie hatte sich direkt vor einem der Wohnhäuser platziert, über dessen Eingang der Äskulapstab platziert war. Eine Schlange, welche sich um einen Stab schlängelte. Dort mitten auf der Straße saß nun das Tier vor dem Haus und vor sich wiederum ihr Kleines, dessen Verwesung schon weit fortgeschritten war. Wieder sah sie mich an, aus ihren seltsamen, dunklen Augen. Es war mir, als suche sie den Blickkontakt.
Doch dann packte sie wieder ihr totes Junges und stürmte damit in die nächste Gasse. Ich war wie erstarrt stehen geblieben, wagte dabei kaum zu atmen. Schließlich jedoch schüttelte ich jeglichen Gedanken von mir ab und ich beschloss zunächst, Derek auf keinen Fall davon zu erzählen. Beim darauffolgenden Abendessen war ich wiederum sehr schweigsam, denn immer und immer wieder hatte ich das Bild der Katze vor Augen, wie sie mich förmlich anblitzte, als ob sie mir gegenüber Hass empfinden würde, als ob sie mich immer wieder dafür verurteilen würde, dass ihr Junges tot war, dessen von Verwesung langsam dahinsiechender Körper sie immer noch mit sich herumtrug. Und mit eben diesen Gedanken sollte ich später auch zu Bett gehen müssen. Auch diese Nacht war durchwachsen mit Albträumen, die mich immer wieder kurz hochschrecken und schweißgebadet erwachen ließen. Ich konnte mich nicht einmal mehr daran erinnern, von was ich geträumt hatte, aber dass es keine angenehme Nacht werden würde, hatte ich schon beinahe im Voraus erwartet. Der nächste Morgen begann für mich somit erneut äußerst ermattet, und als Derek und ich gemeinsam nach unten gingen, um unser Frühstück in Empfang zu nehmen, war es mir, als könnte ich drohendes Unheil bereits erahnen. Ich erzählte Derek nichts von meiner unruhigen Nacht. Er fragte nicht mal danach und würde es ohnehin nicht ernst und eher zum Anlass dafür nehmen, sich über meine kindlichen Ängste lustig zu machen. Also zog ich es diesmal vor, darüber zu schweigen. Nachdem wir unser Frühstück zu uns genommen hatten, schlug Derek vor, dass wir heute einen kleinen Ausflug zu den naheliegenden Hügeln unternehmen können. Dort gäbe es hervorragende Möglichkeiten, die wundervolle Umgebung in ihrer vollen Gänze in Augenschein zu nehmen. Ich stimmte dem Vorschlag zu, denn ich konnte eine vernünftige Ablenkung sehr gut gebrauchen. Doch das bereits erahnte Unheil sollte nicht fernbleiben. Denn kaum hatten wir uns für den kleinen Ausflug zurechtgemacht und waren auf die Straße getreten, so konnten wir schon von Weitem sehen, dass sich vor einem der Wohnhäuser wiederum eine Menschenmenge gebildet hatte. Vor allem Derek war es, der hier nun eine Art Attraktion wimmelte und zielgerichtet darauf zusteuerte, während ich mich erneut meinen Bedenken hingab. Als schließlich auch die beiden Dorfpolizisten vor dem Haus erschienen und zwei weitere Männer eine Person auf einer Trage aus dem Haus heraustransportierten, als mein Blick über den Hauseingang fiel, ahnte ich bereits, was geschehen sein könnte. Denn es war das Haus, vor welchem mich gestern noch die schwarze Katze angetroffen hatte. Das Haus des Arztes. Und tatsächlich konnte ich auf der Liege Mr. Bright erkennen. Und ich erschrak, als ich ihn sah. Sein Körper lag mit dem Rücken zur Trage, aber sein Kopf lag dennoch in das Leder gepresst, so als ob man nur diesen um 180 Grad gewendet hätte. Ich fragte mich, warum man denn nicht daran gedacht hatte, den Mann vor neugierigen Blicken zu schützen und ihm zumindest eine Decke über den toten Körper geworfen hatte, ehe man ihn nun ins Leichenschauhaus transportierte. Doch scheinbar hielt man in dieser Gegend hier nicht viel von Totenehre. Keiner der Umstehenden sagte etwas. Einige hielten die Hände gefaltet, andere hatten selbige vors Gesicht geschlagen. »Ein schwerer Verlust, ein sehr schwerer Verlust. Es wird lange dauern, bis wieder ein Arzt bei uns im Dorf arbeiten wird«, keuchte eine der älteren Damen unter Tränen. »Was ist denn passiert? Wurde er getötet?«, fragte schließlich einer der Passanten. »Nein«, konnte ich hören, wie einer der beiden Polizisten antwortete. »Offenbar ist er von der Treppe gestürzt und hat sich dabei das Genick gebrochen. Wie das passiert ist? Nun, er war augenscheinlich nicht mehr der Jüngste und wohl auch nicht mehr sehr kräftig auf den Beinen. Sehr tragisch, Ma'am. Wirklich sehr tragisch.«
Ich warf einen Blick hinüber zu Derek, der genauso erschrocken schien, sich aber dann gefasst abwandte und mich aufforderte, ihm zu folgen. Ein Unfall also? Sollte ich das glauben? Oder sollte ich mich lieber den verrückten Gedanken hingeben, die mir erneut durch den Kopf schwirrten? Derek ließ sehr schnell erkennen, dass er über diesen Vorfall nicht weiter sprechen wollte. Er schien zu ahnen, was sich in meinem Kopf abspielte. Mehr und mehr drängte mich mein Verstand dazu, diesen Ort zu verlassen, aber ich wollte mir sehr genau überlegen, wie ich trotzdem mit Derek darüber sprechen wollte, aber dazu musste ich mir ausreichend Zeit verschaffen. Gegen Abend unternahmen wir wiederum einen kleinen Spaziergang, vermieden es aber tunlichst, auch nur die Richtung des Sees einzuschlagen und bummelten stattdessen durch das kleine Städtchen. Noch immer schien es hier ziemlich ruhig zu sein, trotz des morgendlichen Aufruhrs. Wir gingen fast ausschließlich schweigend nebeneinander her, und Derek schien meine Gedanken bereits zu erraten, denn er musterte mich immer wieder von der Seite. Natürlich ging mir die Sache mit der schwarzen Katze und ihrem toten Baby nicht mehr aus dem Kopf. Ganz im Gegenteil. Es war das Einzige, was wie eine dunkle Wolke ständig um meinen Kopf herumschwebte, und ich war nicht dazu in der Lage, es irgendwie von mir abzuschütteln. Irgendwann fing ich an, Derek davon überzeugen zu wollen, nun doch früher von hier abzufahren, aber er weigerte sich strikt dagegen, nur wegen einiger Hirngespinste und meinem hoch angepriesenen Bauchgefühl sein bereits bezahltes Geld zu vergeuden, wie er mehrfach betonte. Derek war vielleicht kein Geizhals, aber das, worin er investierte, war ihm stets irgendeine Art von Gewinn wert. Ganz gleich, ob es sich dabei um große oder geringe Summen handelte, der Gewinn dieser Situation schien der Urlaub und die Entspannung zu sein, wobei nur er davon sprechen konnte, hingegen mich Schuldgefühle und Angst zugleich plagten. Wir waren schließlich am Rande des Städtchens zum Halten gekommen, und das forderte mich beinahe dazu auf, auch meine Lautstärke etwas anzuheben, da ich mich von den Dorfbewohnern unbeobachteter fühle. »Ich bezahle dir deinen Anteil von der Reise, Derek. So viel kann ich auch aufbringen.« »John, es geht mir nicht um das Geld, mir geht es ums Prinzip. Die beiden übrigen Tage werden dir nicht schaden, und sie werden dir zu verstehen geben, dass du dich zu oft von deinen Gedankenspielchen und Hirngespinsten hinreißen lässt. Sieh es endlich ein, John. Egal mit welchen Gründen du hier auffällst, du brandest bei mir wie Wasser auf Fels. Außerdem«, sagte er und hob dabei den Zeigefinger wie ein Lehrer, der seinen Schüler ermahnt, »außerdem kommt die Kutsche aus Darrington, die uns dann zum Bahnhof bringen soll, ohnehin erst in 2 Tagen. Wozu also die unnötige Aufregung? Dir steht es natürlich frei, zu Fuß zu gehen, wenn dir so viel daran liegt. Aber Derek«, unterbrach ich ihn, während ich über seine Schulter blickte. »Ach, hör zu, du bist ein brillanter Rechtsversteher.« »Derek«, rief ich noch etwas lauter und deutete ihm, sich umzudrehen. Der unruhige Zeigefinger meiner rechten Hand deutete auf die große Scheune, die sich mehrere Dutzend Meter von uns entfernt befand. »Was hast du denn nun schon wieder?«, fragte Derek, offenbar mehr als genervt von meinen Gedankengängen. Er fuhr herum und blickte zur Scheune hinüber. Er brauchte einige Augenblicke, bis er das sah, was ich bereits entdeckt hatte. »Siehst du es nicht? Siehst du sie nicht?«, presste ich hervor. In diesem Moment war mir, als ob nun auch Derek einen Moment innehielt, entweder vor Überraschung oder vielleicht auch aus Abscheu. Direkt vor dieser Scheune saß, genau dort, wo sich Schatten und Licht abgrenzten, die schwarze Katzenmutter. Und vor sich liegend war wiederum das Kleine, dessen zertrümmerter Kopf fehlte und dessen Todesstarre auch von hier zu erkennen war. »Das soll mich doch der Teufel«, raunte Derek vor sich hin, und im nächsten Augenblick packte er einen Stein vom Boden, trat festen Schrittes auf das Tier zu und brüllte ihm irgendwelche Flüche entgegen. Wahrscheinlich entstammten sie eher seiner Wut über meine Furchtsamkeit statt aus Angst vor diesem Tier.
Mitten unter seinen Flüchen warf er den Stein in Richtung der Katze. Diese jedoch schien bereits geahnt zu haben, was mein Bruder vorhatte. Rasch hat es ihr totes Kleines wiederum gepackt und verschwand im nächsten Schatten. Der Stein prallte mit einem dumpfen Laut an das Scheunentor und fiel dann in den Staub. Einige Augenblicke stand Derek nur da und jagte dem Tier einige Verwünschungen hinterher. Dann wandte er sich wieder zu mir um und sagte stolz: »Siehst du, so vertreibt man deine grausigen Erscheinungen.« Damit schien für ihn auch unsere Diskussion beendet zu sein. Er klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter und schlug dann den Weg zurück zum Hotel ein. Ich blieb noch ein paar Momente stehen und starrte auf die Stelle, an welcher die Katzenmutter mit ihrem toten Jungen gesessen hatte. Ich glaubte, dass ihr Fell noch immer vom Blut ihres Kätzchens besudelt war, und auch das rachsüchtige Funkeln in ihren dunklen Augen hatte sich nicht verändert. Im Gegenteil, es schien sich sogar noch verschlimmert zu haben. Aber wie sollte ich das Derek erklären? Wortlos schritten wir ins Hotel zurück und jeder bezog sein Zimmer. Ich hoffte diesmal auf eine ereignislose Nacht. Und selbst wenn mich mein Gefühl wieder einmal aus dem Schlaf reißen und ans Fenster locken sollte, ich würde dieses Mal nicht hinausblicken. Eine unbarmherzige Helligkeit fiel mir ins Gesicht. So stark, dass ich aus meinem Schlaf gerissen wurde und zunächst dachte, dass es bereits heller Tag wäre. Es hatte wiederum etwas länger gedauert, ehe ich in den Schlaf gefunden hatte, aber letztendlich war es doch geschehen, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Doch das Licht, welches mir ins Gesicht fiel, war kein Sonnenlicht. Es war das Licht von Glut, das Licht von... Ich sprang aus meinem Bett, denn in diesem Moment drangen Rufe an mein Ohr, welche mich direkt ans Fenster trieben. Ich riss es auf und blickte dorthin, woher die Helligkeit in mein Zimmer strömte. Feuer! Ein riesiges, voll Glut sich aufbäumendes Feuer. Es war am anderen Ende des Städtchens, wenngleich auch nicht besonders weit von hier. Jetzt hörte ich draußen die entsetzten und ängstlichen Ausrufe. Menschen liefen durch die Straßen, manche schon mit Eimern bewaffnet, andere schlugen nur tatenlos die Hände über dem Kopf zusammen. Die Scheune! Es war die Scheune, die in Flammen stand! So rasch ich nur konnte, schlüpfte ich in meine Kleider und im selben Moment, als ich zur Tür hinausrannte, um Derek ebenfalls zu wecken, stand dieser bereits vor ihr und erschrak über mein plötzliches Auftauchen. »Wir müssen ihnen helfen, ehe die ganze Stadt in Flammen steht«, rief ich aus. Derek nickte nur und wir rannten gemeinsam nach unten. Schließlich kamen wir auf der Straße an, wo sich mehr und mehr Menschen versammelten. Einige wurden aufgefordert, eine Eimerkette zu bilden, die sich vom See bis zur Scheune hinziehen sollte. Dies gelang zu unser aller Glück sehr rasch. Ich wollte jedoch so weit weg wie nur möglich vom See sein und orientierte mich daher eher in Richtung der Scheune. Doch auch das sollte mir nur Unheil bringen. Denn als ich mich dort in die Eimerkette eingegliedert hatte, so vernahm ich aus der Scheune etwas, was grausiger nicht hätte klingen können. Es hörte sich an wie Schreie, aber nicht Schreie von Menschen. Es war ein Kreischen, das dem eines Tieres entstammte, und es musste sich um Pferde handeln. Aber dieses Kreischen, das sonst wohl ein Wiehern war, klang so verzweifelt, so schmerzhaft, so qualvoll und so herzzerreißend, dass ich es kaum als solches identifizieren konnte. In der Scheune musste eine Unzahl von Pferden eingeschlossen sein, inmitten eines Meeres aus Flammen. Aus sämtlichen Öffnungen der Scheune loderten bereits die Brände und das Haupttor war verschlossen. Es war auch kaum möglich, nur in die Nähe der Scheune zu gelangen, ohne sich Verbrennungen zuzuziehen. Rundherum um die Scheune hatten einige Männer und Frauen damit begonnen, einen Graben zu ziehen. Sie meinten, die Scheune wäre nicht mehr zu retten, aber ein kleiner Wassergraben könnte womöglich verhindern, dass das Feuer auch noch auf die umherstehenden Häuser übergreifen sollte. Mehrere Stunden lang
taten alle ihr Bestes, um das Feuer zu bekämpfen. Die Scheune stand zum Glück etwas abseits und somit gelang es den Flammen nicht, nun auch noch auf die Wohnhäuser überzugreifen. Mit dem langsam herniederbrennenden Flammen verstarb auch mehr und mehr das verstörende Wimmern der dort drin eingesperrten Pferde. Einige der umstehenden Bauern jammerten lauthals darüber, wie sie nun künftig ihre Felder bestellen sollten, wenn doch dort drinnen ihre wichtigsten Arbeiter gewesen wären. Aber es gab keine Rettung für diese treuen Helfer. Sie starben einen grausamen und qualvollen Tod inmitten der erbarmungslosen Flammen. Als der Morgen graute, war das Feuer so gut wie vorüber. Ein riesiger Glut- und Aschehaufen war der letzte Zeuge dessen, dass hier einmal eine Scheune gestanden haben musste. Das Ausheben des Wassergrabens hatte man irgendwann aufgegeben, nachdem man begriffen hatte, dass das Feuer genug eingedämmt war, und man hatte sich lediglich auf die Löscharbeiten konzentriert. Es wurden nun einige Wachen aufgestellt, die dafür Sorge zu tragen hatten, dass die Glut nicht erneut Feuer fing oder der Wind sie durch das Dorf trieb und gar eine neue Feuersbrunst entflammte. Erschöpft saßen die meisten Bewohner nun auf dem Boden der Straßen. Einige weinten, andere schleppten sich wieder zurück in ihre Häuser. Es gab auch ein paar Leute, die hässliche Brandwunden davongetragen hatten. Jedoch gab es keinen Mediziner mehr im Ort, der sich ihrer annehmen konnte. Somit mussten sich diese Leute notdürftig selbst mit dem versorgen, was sie im Haus des ehemaligen Arztes fanden. Ich sah den Zeitpunkt für gekommen, noch einmal eindringlich mit Derek zu sprechen, als wir vor dem Hotel standen. »Willst du immer noch behaupten, dass das alles ein Zufall ist, Derek?« fragte ich ihn scharf. »Was willst du mir denn erzählen, John? Dass dieses Vieh etwa Rache nehmen will? Ich meine, selbst wenn es so wäre, warum tötet es dann irgendwelche Stadtbewohner und nicht mich? Zu welchem Zweck zündet es die Scheune an und tötet damit seine Artgenossen? Kannst du mir das erklären, John?« »Ich habe keine Ahnung, Derek. Vielleicht ist es eine Art Warnung, eine Machtdemonstration. Ach Gott im Himmel, was weiß denn ich? Aber du kannst diese ganzen Gegebenheiten nicht mehr als Zufall abtun.« »John, du weißt, dass wir trotzdem nicht eher von hier verschwinden können, bevor die Bahnhofskutsche eintrifft. Egal, was hier passiert. Es sind schreckliche Dinge geschehen, das gebe ich ja zu. Aber sie wären mit Sicherheit auch passiert, wenn wir nicht hier gewesen wären.« »Derek, ich habe es dir gestern nicht erzählt, aber diese Katze saß vorgestern Abend, als ich allein durch das Städtchen gewandert bin, vor dem Haus des Doktors. Ich habe es dir nicht erzählt, weil ich es selbst für Unfug hielt, aber... gestern Abend haben wir das Tier dann beide vor der Scheune sitzen sehen, mit ihrem toten Kleinen. Und jetzt willst du mir erzählen, dass das ein Zufall ist, verdammt nochmal!« Mein Tonfall hatte ungewollt an Schärfe zugelegt, aber die harten Umstände der letzten Nacht ließen meinen Körper in keinster Weise mehr zur Ruhe kommen. »John, ich weiß, du bist beunruhigt. Das bin ich auch. Morgen Abend kommt die Kutsche, dann verschwinden wir von hier und lassen das alles hinter uns. Versteh doch, wir können das zurücklassen. Den Bewohnern geht es wesentlich schlimmer als uns. Ich werde meinen Chef darum bitten, einen Teil der Verkaufsprovision diesen armen Leuten hier irgendwie zukommen zu lassen. Dann ist denen etwas geholfen. Aber nur, wenn ich von nun an kein Wort mehr von diesem albernen Katzenvieh mehr von dir höre.« Er drohte mir wiederum mit dem wedelnden Zeigefinger, so als ob er mich zu einer Maßnahme erziehen wolle. Ich sog scharf die Luft ein. »Aha, wir verstehen uns also«, fügte Derek hinzu und trat dann ins Hotel zurück. Ich folgte ihm, denn ich musste ihn irgendwie von der Wahrheit überzeugen, die sich mir mehr und mehr zu offenbaren schien. In meinem Kopf sammelten sich die Argumente, während wir nach oben traten und schließlich vor seiner Zimmertür standen. Als er sie geöffnet hatte und ich gerade zu einem Wortschwall ansetzen wollte, sah ich, wie er selbst stockte. Die Hand noch immer an der geöffneten und nach unten gedrückten Türklinke, so stand er im Eingang und starrte auf sein Bett. Dort saß
die schwarze Katze. Und als mir gleichzeitig ein seltsam süßlich-saurer Geruch in die Nase stieg, blickte ich nach unten. Beinahe zu Dereks Füßen lag das tote Katzenjunge auf dem Teppich. Die Verwesung war schon so weit fortgeschritten, dass man nur noch sehr wenig vom ursprünglichen Fell erkennen konnte. Das Fleisch war schon auf das Übelste von Maden zerfressen und Fliegen umschwirrten den Kadaver. »Verdammt nochmal, scher dich zum Teufel!« brüllte Derek drauf los. Ohne den toten Körper des Kätzchens zu beachten, sprang er auf das Bett zu und ich glaubte, dass er das Tier fangen und mit bloßen Händen erwürgen wollte. In diesem Moment ahnte ich, dass meine Worte ihn doch mehr gerührt haben mussten, als er zugeben wollte. Wie erstarrt blieb ich stehen und beobachtete, wie er das Tier doch tatsächlich irgendwie am Fell zu fassen bekam, noch ehe es zur Seite springen konnte. Die Katze fauchte, gab einen kreischenden Laut von sich, in dessen Folge sie ihm einen Hieb mit der Tatze versetzte, der ihm über die rechte Wange striff. Der Schreck über den Schmerz schien für Derek so groß zu sein, dass er die Katze für einen Augenblick etwas weniger festhielt. Sie wand sich in seinem Griff und er versuchte, sie mit beiden Händen erneut festzupacken. Da jagte sie ihm erneut die Krallen über den linken Unterarm, sodass er diesmal vor Schmerz ganz losließ. Die Katze sprang daraufhin mit wilden Sätzen vom Bett und wie im Vorbeilaufen schnappte sie sich ihr totes Junges vom Boden, flutschte zwischen meinen Beinen hindurch und war im nächsten Augenblick verschwunden. Einige Augenblicke lang hörte ich noch ihre polternden Pfoten auf den Treppenstufen. Ich war nicht dazu imstande gewesen zu reagieren. Was hätte ich auch tun sollen? Sie festhalten und töten, wie Derek es mit ihrem Kätzchen gemacht hatte? Und mit dem Muttertier nun vorhatte? Derek hingegen fluchte vor sich hin und schlug voller Wut auf das Nachtkästchen, sodass die Petroleumlampe herunterfiel und zerbrach. Zum Glück war sie nicht angezündet, sonst hätte es hier wohl erneut eine Feuersbrunst gegeben. Dann nahm er ein Taschentuch zur Hand, wischte sich übers Gesicht und über den Unterarm. Hat sie dich verletzt? Stellte ich die wohl dümmste Frage, die man in diesem Moment hätte stellen können. Ach, zum Glück nicht. Ihre Krallen haben keinen großen Schaden angerichtet. Sie hätte die Hauptschlagader treffen können, mahnte ich ihn mit Blick auf seinen Unterarm. Das hätte sie nur bereut, raunte Derek vor sich hin. Die wird ja nie wieder auftauchen. Jetzt weiß sie nämlich, mit wem sie es zu tun hat. Er wusste gar nicht, wie recht er damit hatte. Aber auf eine andere Art und Weise, die wir beide erst später erfahren sollten. Ich gehe mich jetzt kurz erfrischen. Wir treffen uns dann unten beim Abendessen, sagte er und sandte mich damit zur Tür hinaus. Mit vorsichtigen Schritten war ich nach unten spaziert, da ich die ganze Zeit über befürchtet hatte, der schwarzen Katze zu begegnen oder über den Kadaver des Kätzchens zu stolpern. Ich setzte mich an unseren Tisch und als Derek wenig später ebenfalls erschien, war er immer noch ziemlich aufgebracht wegen dem Zusammenstoß, den er und die schwarze Katze hatten. Als wir uns das Essen servieren ließen, fiel mir auf, dass Derek diesmal sehr, sehr langsam aß. Aber es sah auch diesmal nicht sehr genüsslich aus, eher als ob er angewidert wäre und keinen Bissen hinunterschlucken wollte. Nachdem nun auch noch sein eher rötliches Gesicht sich mehr und mehr der Blässe näherte, fragte ich ihn, ob alles in Ordnung sei. Er winkte nur ab und sagte, er müsse sich zunächst beruhigen, wegen der Sache von vorhin und dem langen Abend. Dies alles schlage ihm auf den Magen. Doch wie um den fälschlichen Wahrheitsgehalt dieser Ausrede zu bestätigen, verdrehte er im nächsten Moment unerwartet die Augen und kippte zur Seite von seinem Stuhl. Erschrocken sprang ich auf und war sofort über ihm. Auch einige der anderen Gäste und sogar der Wirt eilten sofort herbei, um zu helfen. Dereks Körper überfiel in diesem Moment ein Zittern, welches einem Schüttelfrost gleichkam, und Schweißperlen rannen ihm über die Stirn. Er begann schwer zu atmen und klagte über Luftnot,
Wir öffneten seine Kleider, soweit es möglich war, und nach ein paar Minuten schien es ihm zumindest etwas besser zu gehen. Gemeinsam mit ein paar der Gästen schafften wir ihn nach oben auf sein Zimmer, wo wir ihn auf sein Bett legten. Eigentlich hätte ich unter anderen Umständen nach einem Arzt rufen lassen, aber Mr. Bright war leider nicht mehr verfügbar. Als die anderen Gäste gegangen waren, war der Wirt nun an sein Bett getreten und besah sich meinen Bruder, wenngleich auch er keinerlei medizinischer Kenntnisse besaß. Als er schließlich die Kratzspuren in Derricks Gesicht genauer in Augenschein nahm, die sich mittlerweile blau-rot verfärbt hatten, erzählte ich ihm von dem Vorfall, der sich kürzlich ereignet hatte. »Ich hoffe, Ihr Bruder hat sich keine Blutvergiftung oder etwas derartiges zugestoßen. Eine Sepsis ist bei Verletzungen von wilden Tieren nicht gerade ungewöhnlich.« »Aber wie können wir ihm helfen? Ich meine, Dr. Bright ist...« stammelte ich. »Nun, der nächste Arzt ist etwa 4 bis 5 Reitstunden von hier entfernt, zu Fuß allerdings noch länger. Sie werden jemand anderen fragen müssen.« »Was meinen Sie?« »Erinnern Sie sich an den alten Jones?« fragte der Wirt. Tatsächlich konnte ich mich an diese heruntergekommene Gestalt erinnern, die Derrick und ich an unserem ersten Tag hier im Lokal des Hotels gesehen hatten. »Sein Haus befindet sich am südlichen Ende des Städtchens. Ist eine ziemlich baufällige Hütte, nicht zu übersehen. Gehen Sie zu ihm und bitten Sie ihn um Hilfe. Er war mal Arzt vor langer, langer Zeit. Er könnte sich aus Dr. Brights Sortiment bedienen und somit vielleicht auch Ihrem Bruder helfen, aber Sie müssen sehr überzeugend sein, denn er ist alles andere als entgegenkommend. Mehr kann ich Ihnen leider auch nicht raten.« »Ich gehe sofort zu ihm.« »Dann sagen Sie ihm, dass ich Sie geschickt habe. Dann lenkt er vielleicht ein,« rief mir der Wirt noch nach, als ich bereits die Treppen hinabrannte und auf die Straße stürmte. Draußen hatte es mittlerweile stürmisch zu regnen begonnen. Ein Gewitter zog auf und der Regen prasselte hernieder, sodass ich kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Trotzdem erreichte ich innerhalb kürzester Zeit das Haus des alten Jones. Es war wirklich sehr heruntergekommen und zeigte deutliche Spuren von Verfall. Selbst das Vordach über dem Eingang machte den Eindruck, als ob es jeden Moment über mir zusammenbrechen würde. Ich klopfte mehrmals lautstark an der Tür. »Wer ist da?« kam nach wenigen Augenblicken eine Antwort. »Mein Name ist John. John Riley. Der Wirt, Mr. Houston, schickt mich. Ich brauche Ihre Hilfe.« »Ah, Mr. Riley«, kam es von drinnen schwach, aber bestimmt. »Kommen Sie nur herein. Die Tür ist offen. Ich habe Sie bereits erwartet.« Diese Worte lösten ein Gefühl von Unbehagen in mir aus. Was meinte er damit? Doch ich wollte nun keine Zeit mehr mit meinen teils unsinnigen Gedankengängen verlieren. Ich öffnete die Tür und trat ein. Das Bild, das sich mir im Inneren dieser armseligen Hütte bot, war ein Bild des Jammers. Die Möbel an den Wänden schienen beinahe in sich zusammenzufallen, nach demselben Eindruck, wie ihn bereits das Vordach erweckt hatte. Die Fenster waren von innen rundherum vernagelt, so als ob man das Innenleben verbergen wollte, und die somit einzige Lichtquelle des Hauses war der Kamin, in dem gerade ein Feuer prasselte. Vor dem Kamin standen mehrere dem Alter anheimgefallene Sessel, die so mit Staub und Schmutz prunkten, dass mich allein schon der Gedanke daran anwiderte, mich auf einen von ihnen setzen zu müssen. Doch in eben einem dieser Sessel aus Urzeiten entdeckte ich eine förmlich zusammengekauerte, magere Gestalt, die eine Brille trug, welche auf einer spitz zulaufenden Nase saß. Das Gestell war viel zu breit für das Gesicht, woran für mich erkennbar wurde, dass der Mann viel gehungert haben musste. Aus ärmlichen Gründen, wie mir der Wirt einmal mitgeteilt hatte. Aber es bestand kein Zweifel. Vor mir im Sessel
saß der alte, ergraute Jones. Er schien mich mit seinem Blick zu fixieren, während seine Arme auf den Lehnen ruhten und er mir mit einer Handbewegung deutete, mich ebenfalls zu setzen. »Hören Sie, Mr. Jones, ich habe kaum Zeit. Ich komme mit einer sehr großen Bitte zu Ihnen.« »Setzen Sie sich«, sagte der Alte und unterstrich seine Worte mit einer erneuten Handbewegung, die auf einen der Sessel wies. Um mich mit dem Alten von Anfang an freundlich zu stimmen, beugte ich mich seinem Willen und nahm angewidert in einem der gegenüberliegenden Sessel Platz. »Hören Sie, es ist mir äußerst wichtig, und ich werde Sie fürstlich dafür bezahlen lassen. Ich weiß, dass Sie Ihre Tätigkeit als Arzt längst niedergelegt haben, aber...« »Wer sagt das?« unterbrach mich der Alte. »Nun, so spricht man von Ihnen«, sagte ich. »So, man spricht also von mir. Erzählen Sie mir mehr davon. Was spricht man noch so von mir?« »Nichts Gutes, nicht wahr?« »Nun, ich glaube, man hält nicht besonders viel von Ihnen. Man sagt, Sie schreiben Ihre volle Aufmerksamkeit dem Alkohol zu?« Der Alte nickte, ohne dass sich dabei in seinem Gesicht auch nur der Hauch einer Erregung zeigte. »Und weiter?« »Hören Sie, es geht hier nicht um Ihre Geschichte. Ich bin vielmehr hier, um mir Ihre großartige Hilfe zu erbeten.« »Aha, für Ihren Bruder, nicht wahr? Derek heißt er, nicht wahr? Und krank ist er geworden, nicht wahr?« Woher wissen Sie das?« »Nun, sagen wir, ich weiß es aus erster Hand, nicht wahr? Oder sollte ich sagen, aus erstem Unterarm?« Er brach in ein kärgliches Lachen aus, das mir einem Krächzen ähnelte. Mir wurde heiß und kalt zugleich. Hatte er auf Dereks Verletzung am Unterarm angespielt? Und woher wusste er dann davon? Er wurde gekratzt und hat sich dabei eine Vergiftung zugezogen, nicht wahr? Ich nickte leicht, und er sah es mir offenbar sehr deutlich an, wie ich mit mir selbst haderte. »Na komm schon, Schätzchen, zeig dich unserem verwirrten jungen Gast!« Er klatschte dabei zweimal in die Hände, und als wäre dies ein Befehl, so vernahm ich im nächsten Moment ein Rascheln irgendwo hinter meinem Rücken. Dann strich etwas an meinen Beinen vorbei, und ehe ich es meinen Gedanken vorwegnehmen konnte, sah ich es. Das Tier. Die schwarze Katze. Sie sprang auf das Kästchen neben dem Alten und stellte sich wie in Position. Dann fuhr der Alte mehrmals sanft über ihr schwarzes Fell, das nun nicht mehr von Blut übersät war. Aber es war dieselbe Katze, die mir schon mehrmals begegnet war. Schon allein anhand der ungewöhnlich dunklen Augen und dem weißen Fleck auf ihrer Brust war es ein eindeutiges Zeugnis. Vor Erstaunen war mir der Mund tonlos aufgesprungen. »Oh, du versetzt unseren jungen Freund in ziemliches Erstaunen, Leila. Aber nicht zum ersten Mal, nicht wahr?« »Aber dafür vielleicht zum letzten Mal, nicht wahr?« Ich krallte meine Finger in die Sessellehnen vor Anspannung und versuchte dabei, Ruhe zu bewahren. »Ist das Ihre Katze?« presste ich schließlich hervor. »Ja und nein, nicht wahr, Leila?« Damit wandte er ihr seinen Kopf zu und die Katze tat es ebenso, so als tauschten sie einige Blicke miteinander aus. Dann sah er wieder zu mir herüber. »Leila hat mir bereits alles erzählt, mein junger Freund. Nicht wahr, mein Schatz? Das hast du. Ja, das hast du. Sie wollen, dass ich ihrem Bruder helfe? Einem Mörder? Jemanden, der ein unschuldiges Wesen getötet hat?« »Nun, ich verstehe ja, dass Sie darüber äußerst erbost sind,
dass mein Bruder irgendeines der Kätzchen getötet hat. Es war nicht irgendeines, rief der Alte erbost dazwischen, so dass ich erschrocken meinen Rücken in den Sessel presste. Sie haben wohl noch immer nicht verstanden, was die letzten Tage über hier passiert ist, nicht wahr? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass dies alles nur geschehen ist, um den Mord an diesen kleinen, unschuldigen Wesen zu rächen? Aber was hatten denn all diese Leute mit der Tat meines Bruders zu tun? Nun, im direkten Sinne nichts. Aber betrachten Sie doch noch einmal die Situation. Sie ist furchtbar, nicht wahr? Der Telegraphist ist tot. Es kann im Moment keine Nachricht nach draußen gesendet oder gar Hilfe angefordert werden. Der Arzt ist tot. Es gibt niemanden in der gesamten Stadt, der über ausreichend medizinische Kenntnisse verfügt, um ihren Bruder zu retten, nicht wahr? Und ich werde es gewiss nicht tun. Und selbst die Pferde, mit denen man Hilfe hätte holen können, sind in den Flammen jämmerlich vergangen. Es lief alles so, wie wir beide es vorhatten. Nicht wahr, Layla? Ich musste einen Moment zu Boden blicken, um das alles zu verstehen. Dann sah ich wieder zu ihm auf. Aber was steckt dahinter, Mr. Jones? Ich verstehe das alles trotzdem nicht. Das dachte ich mir. Darum war mir auch klar, dass Sie mich aufsuchen werden, junger Freund, damit ich es Ihnen einfach erklären kann, damit Sie die Umstände auch verstehen können. Sie wissen, was vor 7 Jahren mit meiner Frau passiert ist, nicht wahr? Aber wissen Sie auch, was die Leute über mich reden? Nun, dies und das. Aber das Gerede lasse ich Ihnen. Denn sie haben niemals die wahre Natur meiner Wissenschaften erkannt. Und wenn doch, hätten sie sie nur verhöhnt und sogar zunichte gemacht. Vielleicht sogar als gotteslästerliche Tat bezeichnet. Aber ich sehe es anders. Werfen Sie doch mal einen Blick auf dieses Bild hier. Er reichte mir damit eine kleine Fotografie, welche ein Paar zeigte. Es konnte etwa 10, vielleicht sogar 15 Jahre alt sein. »Sind das Sie und Ihre Frau?«, fragte ich und verglich die Ähnlichkeiten mit dem Mann auf dem Bild und dem alten Herrn, der mir gegenüber saß. »Ja, so ist es. Nicht wahr? Aber werfen Sie Ihren Blick doch einmal auf die Frau zu meiner Seite.« Lange betrachtete ich das Bild, sah dabei immer wieder zu dem Alten auf. Und dann schließlich erlaubte ich es mir, einem meiner wirrsten Gedanken zu folgen, dem ich eigentlich kaum nachgehen wollte. Aber als ich schließlich die Namen der beiden unter dem Bild geschrieben sah, schien sich meine Annahme zu bestätigen. Die Namen lauteten Donald und Layla Jones. Die Augen der Frau auf der schwarz-weißen Ablichtung erschienen mir äußerst dunkel und sie trug schwarzes Haar, wie sich vermuten ließ. Und ein kleines Stück unter dem Hals zeichnete sich etwas wie ein dunkler Fleck ab, der wie ein zu groß geratenes Muttermal aussah. Dann warf ich einen Blick auf die Katze mit ihren dunklen Augen und dem weißlichen Fleck auf ihrer Brust. Entgeistert ließ ich meine Hände mit der Fotografie in den Schoß sinken. »Sie wollen mir doch nicht etwa sagen...« »Doch, junger Freund, genau das will ich. Nicht wahr, meine liebe Layla?« »Wollen Sie mir etwa erzählen, dass dieses schwarze Tier dort Ihre Frau ist?« Der Alte lächelte. Und es schien ihm beinahe Vergnügen zu bereiten, mich derart zu verunsichern. »Ich glaube nicht, dass Sie viel von Medizin verstehen. Keine Sorge, das müssen Sie auch nicht. Aber ich werde trotzdem versuchen, es Ihnen zu erklären. Es ist zwar wesentlich komplizierter, aber ich werde es Ihnen auf die einfachste Weise und mit knappen Worten erläutern, wie es mir möglich war, dies zu tun. Also...
Jedes Lebewesen auf diesem Planeten besteht im Grunde aus demselben Material. Wissen Sie, wovon ich spreche? Fleisch? Blut? Antwortete ich schulterzuckend. Wie banal! Nein, ich spreche von Energie. Das glauben Sie nicht? Nun, halten Sie zum Beweis dessen doch einfach Ihre beiden Handinnenflächen gegeneinander, aber nur so, dass sie sich beinahe berühren. Und dann werden Sie etwas spüren. Das ist Energie. Energie, die jeden von uns durchfließt. Lebensenergie. Und wenn wir sie zu nutzen verstehen, dann können wir sie auch gewinnbringend einsetzen. Um es kurz zu machen, mir ist es gelungen, die Grenzen der Lebensenergien zu erreichen und sie so zu vereinen, dass aus dem toten Körper meiner Frau und das, was einst eine Katze war, meine neue liebste Layla entstand. Übrigens, diese Katze hier besaß einst rötliches Fell, aber auch das werden Sie mir vermutlich nicht glauben. Moment, rief ich und hob abwehrend beide Hände. Sie haben also Ihre tote Frau als Energie in diese Katze gesetzt und jetzt lebt sie wieder in diesem Geschöpf? So ungefähr. »Nicht wahr?« sagte der Alte und fuhr seiner Katze sanft übers Fell. »Das ist vollkommen verrückt!« »Das ist es in der Tat!« Einige Minuten verharrten wir schweigend, doch dann drängte sich mir ein weiterer Gedanke auf. »Aber wollen Sie mir damit etwa auch sagen, dass das Kätzchen, ich meine...« »Ich bitte Sie«, höhnte der Alte, »man mag ja vieles über mich reden, aber ich bin zu keinerlei Akt mit diesem wundervollen Wesen hier imstande, falls Sie das meinen. Aber dennoch, dieses kleine Kätzchen, das in dem Bauch meiner liebsten Layla heranreifte, war mehr als nur Laylas Junges. Gewissermaßen betrachte ich mich als Stiefvater dieses wundervollen kleinen, aber getöteten Babys. Und Ihr Bruder hat sich dafür zu verantworten. Doch er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Sie ist bereits in vollem Gange. Und all diese Menschen und Tiere, die gestorben sind, all der Schaden, der dadurch entstand, nur aus Gründen von... Rache? Vielleicht, aber es könnte auch mehr sein, nicht wahr? Genugtuung scheint mir ein passenderes Wort für all die Häme, die ich in den letzten Jahren durchleiden musste. Ich werde Sie verhaften lassen, wenn Sie nicht augenblicklich dafür sorgen, dass meinem Bruder geholfen wird. Während dieser Unterhaltung hatte ich den Grund meines Herkommens beinahe vergessen. So sehr hatte mich der Alte in seinen Bann gezogen. Wiederum lachte er ächzend und sagte dann, »Was wollen Sie denn der Polizei erzählen? Dass die Katze des alten Jones ihren Bruder in den Tod getrieben hat? Selbst wenn Sie es Ihnen deutlich machen könnten, dass ich Ihnen dies alles gestanden hätte, glauben Sie etwa, dass man den Geschichten eines als verrückt und durchgedrehten alten Mannes auch nur ein Fünkchen Glauben schenkt?« Ich senkte den Blick und seufzte schwer. Teils aus Ratlosigkeit, teils aus Traurigkeit. »Sie werden mich keinesfalls davon überzeugen können, dass ich Ihrem Bruder helfe, ihn gar erst überhaupt aufsuche. Er wird die gerechte Strafe erfahren, die auf Kindesmord steht. Und er wird leiden, sehr lange leiden. Und es wird ihm niemand dabei helfen können, nicht einmal Sie. Ich habe Laylas Krallen mit einem Serum benetzt, welches ich noch aus der Zeit meiner ärztlichen Tätigkeit kenne.«
Und dieses Serum wird zu einem der qualvollsten und einsamsten Tode führen, die je ein Mensch auf dieser Erde erlebt hat. Erst dann wird der Tod unseres Kindes gerecht sein. Jede Hilfe wird zu spät kommen. Wir hegen keinen Groll gegen Sie, aber Ihr Bruder hat sich dafür zu verantworten, und er kann sich dieser Verantwortung nun nicht mehr entziehen. Sein Tod wird langsam vonstatten gehen. Er wird zunächst nichts mehr sehen können, dann nichts mehr hören. Dann wird seine Haut anfangen zu brennen, sodass er nur noch dieses spüren kann am ganzen Körper. Er wird einen einsamen Tod sterben, denn er wird weder hören, noch sehen, noch spüren können, ob jemand bei ihm ist. Gehen Sie nun, junger Freund. Tun Sie das, was Sie für richtig halten, und sehen Sie dabei der Gerechtigkeit ins Auge. Damit wies er mit einem Kopfnicken zur Tür. Beinahe apathisch nahm ich diese Aufforderung wie einen Befehl wahr. Ich schritt auf die Tür zu und trat einen Augenblick später hinaus. Ich wäre dem Alten am liebsten an die Gurgel gesprungen und hätte ihn mit bloßen Händen erwürgt. Aber dazu hatte ich viel zu sehr meine Fassung verloren. Und ich glaubte vor allem hier nur noch meine Zeit zu verschwenden. Vielleicht konnte ich Derek zumindest in seinen letzten Stunden beistehen. Als ich die Tür hinter mir schloss, konnte ich noch immer nicht fassen, was ich soeben alles gehört hatte. Mutlos ging ich zum Hotel zurück. Am Bett meines Bruders zurück, hatte man dort einige Eimer mit Wasser bereitgestellt, ihm feuchte Wickel gemacht und einige wenige andere Dinge, was ärztlichen Laien noch so einfiel. Doch Derek sah bereits jetzt schon furchtbar aus. Die rechte Wange, dort, wo ihn die Katze gekrallt hatte, sah wie aufgedunsen aus, als ob sie sich mit Wasser vollgesogen hätte. Er konnte kaum noch sprechen, lag im Fieberwahn. Die Augen waren ebenso blass wie sein Gesicht, sein ganzer Körper zitterte, und er gab hin und wieder einen stöhnenden Laut von sich. Aus seinen beiden Ohren und aus den Nasenlöchern rann dünnflüssiges Blut. Ich tupfte es mehrmals ab, aber es hörte nicht auf. Auch der Wirt und einige seiner Angestellten, die immer wieder hinzustießen, konnten nichts mehr tun. Schon jetzt reagierte Derek kaum noch auf mein Sprechen oder gar auf meine Berührungen. Und ich konnte sehen, dass er unter den grausamsten Schmerzen litt. Ich verharrte die ganze Zeit über an seinem Bett, zur Tatenlosigkeit verurteilt. Denn ich konnte nichts tun, nichts, was ihm helfen würde. Am Morgen des nächsten Tages tat Derek seinen letzten Atemzug. Endlich deshalb, weil ich wusste, dass der Tod Dereks Erlösung war. Der alte Jones hatte recht besessen. Noch nie zuvor hatte ich einen Menschen so derart leiden sehen. Und es hatte nichts gegeben, was man ihm hätte verabreichen können, um die Schmerzen zu lindern, selbst wenn wir einige der Medikamente gekannt hätten. Ich glaube, dass das tückische Serum des alten Jones auch dagegen gefeit gewesen wäre. Niemals wieder kehrte ich nach Mackenzie Village zurück. Auch den alten Jones oder gar die schwarze Layla bekam ich nie mehr wieder zu sehen. Sie zeigten sich bis zu meiner Abreise nicht mehr. Ich hatte den Körper meines toten Bruders transportfähig machen lassen und reiste gemeinsam mit seinem Sarg zurück nach Hause. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte war nicht nur der grausame Tod meines Bruders, sondern die Tatsache, dass ich eigentlich niemandem die ganze Wahrheit erzählen konnte, denn sonst würde man mich wohl endgültig für verrückt erklären. Genauso verrückt wie den alten Jones und seine schwarze Layla. Nicht wahr?